Hallo und Servus zu Bergauf, Bergab. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Rund um die Landeshauptstadt St. Pölten gibt es eine Unzahl an Gipfeln, wo man am Ende dieser Wanderung in einer Hütte einkehren kann. Wie zum Beispiel auf der Julius-Seitner-Hütte. Hier sollte man sich aber die Kaspressknödel nicht entgehen lassen. Auf die Julius-Seitner-Hütte vom österreichischen Gebirgsverein führen viele Anstiege. Wir haben den Weg von Knädelhof ausgewählt, wo man etwa 1,5 Stunden unterwegs ist. Es ist auch der kürzeste Anstieg auf die Hütte. Wer will, kann auch von der Loich oder aus Schwarzenbach zur Hütte aufsteigen. Da sollte man etwa 2 bis 3 Stunden einplanen. Vor 4 Jahren war Thomas Krösbacher das erste Mal hier oben. Da hat er gewusst, das wird seine Hütte, weil sie doch auf knapp 1200 Meter hoch gelegen ist und kein Lift hinaufführt. Die Leute einfach anders drauf sind, wenn sie mal 1 Stunde zu Fuß gegangen sind. Und sonst halt die... Man sieht es ja auf den anderen Hütten, das ist ein anderes Publikum, wenn man mit dem Lift hinfahren kann. Wenn von 100 Wanderern einer ungemütlich ist, dann ist das okay. Zwischenzeitlich sind auch wir beim Gipfelkreuz angelangt, das gleich neben der Hütte steht. Thomas hat eine interessante Vorgeschichte. 20 Jahre lang war der gebürtige Tiroler in Wien Szene-Gastronom. Der Weg hier herauf war Liebe auf den ersten Blick. Auch diese Urigkeit war eigentlich eine Voraussetzung, weil also wenn Hütte, dann sowas. Also mit den anderen Hütten, die zum Teil wie Restaurants oder Hotels sind, also da muss ich nicht auf dem Berg sein, um sowas haben zu können. Also für mich ist die Herausforderung eben auf der Hütte, ist mit dem, was man hat, das was zu machen. Und da bietet ihm die Julius-Seitner-Hütte so einiges. 1910 erbaut, nach einem Brand 1934 wieder eröffnet, ist sie heute fast so wie damals. Der Holzboden knarrt noch, wenn man die Hütte betritt. Das Quellwasser ist rar. Doch jetzt soll sie umgebaut werden. Fürchtet er da um das Flair der Hütte? Die Befürchtung hatte ich, nicht, wenn du dir viele Umbauten anschaust. Nicht? Ich muss aber sagen, dass das, was jetzt passiert, ist total eine tolle Geschichte eigentlich. Also weil die Urigkeit erhalten bleibt und der Rest nach heutigen Standards erfüllt wird. Nicht? Die Besucher kommen ab Freitag auf die Hütte, denn unter der Woche ist sie geschlossen. Einsam ist er da nicht, es gibt immer etwas zu tun. Im Gastraum hängt das Porträt von Julius Seitner. Manche Besucher sehen eine Ähnlichkeit, zumindest was den Bart angeht. Thomas steht selbst am Herd, backt Kuchen und es muss auch der Einkauf erledigt werden. Der Umbau jetzt mit der neuen Küche ermöglicht mir neues Arbeiten. Also das verändert jetzt auch wieder was. Nicht? Also dadurch wird es nicht langweilig. Und mal schauen. Also ich hatte mein ganzes Leben noch keine Pläne. Nicht? Sein Vorgänger war 27 Jahre lang als Hüttenwirt hier oben. Hüttenwirt sein, das stand für Thomas nie auf seiner Lebensplanung. Die Turmmauer bei Kernhof ist ein Insider-Klettertipp. Für die Mitglieder der Bergrettung St. Igid ein ideales Übungsgelände, um sich technisch weiterbilden zu können. Fährt man mit dem Auto von Kernhof auf das Gscheid hinauf, sticht einem Bergsteiger links der Straße die Turmmauer ins Auge. Auf diesem alleinstehenden Felskoloss aus Kalkstein wird selten geklettert. Für die 38 Bergretter der Bergrettung St. Igid ist es neben der Teufelskanzel ein ideales Klettergelände gleich vor der Haustüre. Magdalena und Florian haben sich heute den Salzriss vorgenommen. Es ist ein schönes, herausragendes Klettergelände für uns. Es ist nicht allzu schwierig, es ist eine Viererstelle drinnen und der Rest ist eher ein Dreier. Das heißt für unsere Leute optimal zum Anfangen und auch für uns, dass wir die Kameradschaft und die Seiltechnik gescheit üben können, ohne dass es zu schwierig ist. Schwierig zu bewältigen ist mitunter der Wandvorbau. Das lose Geröll mahnt zur Vorsicht. Magdalena und Florian, beide Bergretter in St. Igid, kennen die Route. Zwei Seillängen, eine davon im 3. Schwierigkeitsgrad, sind zu bewältigen. Der Fels beim Salzriss ist gut gestuft und im Vergleich zu anderen Wandteilen nicht brüchig. Bei ihren Einsätzen rund um Gipfel und Göller müssen die Bergretter immer öfters feststellen, dass die Wanderer... Die sind eigentlich immer recht gut ausgerüstet. Vielleicht einmal, dass sie ein bisschen zu leicht bekleidet sind. Das ist so ziemlich das, was wir feststellen, eines von den wenigen Dingen, die wirklich ab und zu treffen. Und die Herausforderungen sind wirklich, gerade bei uns, dass die Wege entlang gehen und dann einfach nicht mehr wissen, wie es weiterkommen.
leichter Schwächeanfall bei den Älteren oder bei den Jüngeren, dass sie den Weg einfach wirklich nicht mehr finden. Für Magdalena und Florian, sie sind beide geübte Kletterer und schon seit 4 und 6 Jahren bei der Bergrettung dabei, ist es eine gute Möglichkeit, wieder die Hand an den Fels zu bekommen. Florian steigt vor und wird sich selbst mit Zwischensicherungen absichern. Für geübte Kletterer stellt der Salzriss im 3. Schwierigkeitsgrad keine allzu große Herausforderung. Der Riss gibt eine Kletterroute sozusagen vor. Da hier immer wieder von der Bergrettung geübt wird, sind auch die Zwischensicherungen und die Standplätze am aktuellen Stand. Immer häufiger sind die Einsätze der Bergretter gefragt. Rettungen aus den Bergen, vor allem bei Hubschraubereinsätzen, können aber kostspielig werden, wenn man nicht eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat. Ist man Mitglied beim ÖMTC, Alpenverein oder Naturfreunde, ist man in den meisten Fällen auch im alpinen Gelände versichert. Der Gang zum Gipfelkreuz ist dann für die beiden nur mehr Routine. Runter kommt man von der Turmmauer nur durch Abseilen. Darauf sollte man sich schon vor dem Aufstieg im Klaren sein. Nun machen wir einen weiten Weg Richtung Westen nach Hinterbichl im Osttirol. Sigi Hatzer, ein Urgestein der Osttiroler Bergführer, hat hier einen Kletterpark errichtet, der seinesgleichen sucht. Pregraten am Großvenediger ist der Ausgangspunkt für viele, die den 3666 Meter hohen Gipfel besteigen wollen. Einige sind vielleicht auch mit Sigi Hatzer, einem Urgestein der Venediger Bergführer, oben gewesen. Mehr als 1000 Mal hat er den Berg bestiegen. Sigi hat aber auch ein zweites Standbein. Ja, die Idee hat es schon länger gegeben eigentlich bei mir, weil ich ja als hauptberuflicher Bergführer unterwegs gewesen bin, jahrelang, Jahrzehnte eigentlich. Und das war relativ riskant, wenn man selbstständig ist und ein Personenunternehmen. Falls man einmal ausfällt in der Saison, und dann ist eben die Idee entstanden, dass wir da einen Kletterpark machen, ein zweites Standbein sozusagen. Und der Kletterpark in Hinterbichl, am Ausgangspunkt zu den Unfallfällen in Osttirol, sorgt sicher auch für Nervenkitzel. Weit ab vom Massentourismus bietet der Kletterpark Erholung und Spaß für die ganze Familie. Sicherheit steht bei den 11 Parcours an oberster Stelle. Das ist alles selber projektiert, geplant und gebaut auch natürlich mit ein paar Mitarbeitern, mit ein paar Gürtel. Und das Besondere ist natürlich die Landschaft, die Natur. Man hat da hinten einen wunderschönen Gletscherblick, da eine riesen Felswand da oben, wo geklettert wird und so weiter. Aber wir haben natürlich spezielle Sachen auch, also einen Flying Fox Parcours, einen eigenen. Wir haben eine Riesenschaukel da. Wir haben also ein Airbag da, wo mit einem freien Fall kannst rein springen von 10, 11 Meter. Und da spürt man schon das Adrenalin, das einem da überkommt, wenn man sich da hinunterlässt. Rund 20 Meter pendelt man da ins Nichts. Über 100 unterschiedliche Kletterelemente warten auf den großen oder kleinen Abenteurer. Die Parcours sind in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und Längen unterteilt. Also je schwieriger das mit der Koordination, mit dem Kletterkönnen zu tun hat, desto unterschiedlicher sind die Einteilungen. Also wie auf der Skipiste, blau, rot und schwarz. Da haben wir die verschiedenen Unterschiede und natürlich auch die verschiedenen Höhen, die verschiedenen Ebenen. Bei wolkenlosem Himmel genießt man das Bergpanorama des Großvenedigers. Ein Besuch im Kletterpark bietet auch die Möglichkeit, selbst einmal die Erfahrung zu machen, ob man schwindelfrei ist. So ein Parcours ist auch eine sportliche Herausforderung. Selbstverständlich ist man während des Parcours immer gesichert unterwegs. Ein bisschen Geschicklichkeit, ein bisschen sportlich soll man sein. Und natürlich braucht man eine spezielle Ausrüstung dafür. Man ist angegurtet mit einem speziellen Sicherungssystem. Das wird dann nachher gezeigt bei der Einschulung, beim Einschulungsparcours nachher für den Start. Szenenwechsel. An 2 Juni-Wochenenden ist Sigi Hatzer mit Freunden unterwegs beim Scheibenschlagen. Ein alter heidnischer Brauch, der Fruchtbarkeit und eine gute Ernte sichern soll. Ein viereckiges Stück Zirbenholz wird ins Feuer gehalten, um es dann unter schwingenden Bewegungen zum Glühen zu bringen. Im richtigen Moment wird die Scheibe dann in die Nacht hinaus weggeschleudert. Das war Bergauf, Bergab. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Da nehmen wir euch mit auf den Großglockner.